Als allererstes erstmal vielen, vielen Dank an euch für die grandiose Unterstützung. Wir sind mittlerweile über 100.000 AbonnentInnen, was mich mega arg freut. Also ich finde es richtig cool. Vielen Dank dafür und deshalb gibt es heute auch so ein kleines Special-Video. Ich habe gedacht, ich mache mal so ein Video über die komplette Reise durch mein Leben und wie es dann auch so ein bisschen zu YouTube überhaupt gekommen ist. Angefangen hat eigentlich alles schon, als ich super klein war. Also meine Eltern haben ein älteres Haus gekauft und ich war dann halt so immer ein bisschen dabei mit auf der Baustelle und habe dann teilweise auch, wie in dem Video hier, so einen Schleifer in die Hand gekriegt und habe dann halt so mitgemacht, war damals super stolz natürlich irgendwie, dass ich meinen Eltern helfen konnte. Aber das war so ein bisschen der Grundstein auf jeden Fall fürs handwerkliche Geschick, weil ist halt wie bei jeder Tätigkeit, je früher man das lernt, desto einfacher hat man es dann später halt irgendwie. Das war eigentlich dann schon der Grundstein für meine handwerkliche Leidenschaft. Wir hatten auch eine Werkstatt in der Garage und haben da immer zusammen gewerkelt. Und mein Papa hatte recht früh schon eine Digitalkamera und auch so Videokameras mit VHS-Kassetten. Und die habe ich mir dann ab und zu auch geschnappt. Also mein Papa hat im Urlaub immer gefilmt und ich habe die mir dann irgendwann auch mal geschnappt, weil wir zu der Zeit immer Tim Melzer angeschaut haben. Der hat so eine Kochshow damals neu gehabt und das fand ich irgendwie voll cool. Und das wollte ich dann mit meiner Schwester nachdrehen. Heute gibt es, was gibt's nochmal? Gefüllte Kräuterkrebs. Ich fange gleich mal an mit dem Teig. Ich würde empfehlen, ein Kräutermesser zu nehmen, schön groß. Schön, das könntest du auch noch spülen. Gut, und jetzt ist kurz Pause. Nein, nicht mehr herzlich willkommen, sondern wir sind wieder zurück bei der Kochshow von Alex und Kali. Also es waren damals irgendwie schon so die ersten Annäherungsversuche, was YouTube in Anführungszeichen, damals gab es das ja noch gar nicht. Aber hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und ich habe auch mega früh Windsurfen gelernt und dann irgendwann Kitesurfen. Also Windsurfen hat mir mein Papa und meine Mama mit 6 beigebracht. Und Kiten ist dann so aufgekommen und das wollte ich dann auch unbedingt lernen. Und das habe ich mit 11 mir selber beigebracht mit meinen Eltern. Macht ultra viel Spaß, also ist eine Riesenleidenschaft von mir. Auf jeden Fall das auch immer gefilmt mit den ganzen Kameras von meinem Papa. Und was das ganze Kitesurfen dann anging, wurde ich irgendwie mit der Zeit immer ein bisschen besser und irgendwann war ich ganz gut und habe dann auch immer so Filme aus dem Urlaub gemacht und hatte dann so einen kleinen Sponsoring-Vertrag und habe halt Material, also Kitesurf-Material günstiger bekommen im Austausch gegen Videomaterial und Bilder. Und das hat mir damals wirklich riesig Spaß gemacht, einfach coole Kitesurf-Videos zu machen. Und damals habe ich schon die ersten YouTube-Videos hochgeladen, damals auf irgendeinem Surf-Account, also so hieß ich damals irgendwie. Und für mich war YouTube damals immer nur eine Plattform, auf der man irgendwie Sportvideos oder sowas hochlädt. Das habe ich eigentlich so meine komplette Schulzeit gemacht. Wir waren in den Ferien, so oft es ging, irgendwie am Kitesurfen und Windsurfen und so. Und als ich 17 war, bin ich sogar 2 Monate nach Griechenland an eine Kitesurfstation und habe dort als Kite-Lehrer gearbeitet. Das war auf jeden Fall auch eine richtig coole Erfahrung, so jung irgendwie im Ausland schon zu arbeiten. Mein Taschengeld habe ich während der kompletten Schulzeit eigentlich mit Schwimmtraining aufgebessert. Also ich war Schwimmtrainer und habe 3-mal die Woche Schwimmtraining gegeben für die jüngste Leistungsgruppe. Ja, und so habe ich mir halt so ein bisschen Geld dazu verdient, weil ich war eh Schwimmer und war eigentlich jeden Tag im Schwimmbad. Also wir sind irgendwann 2. Bundesliga geschwommen und das war auch so ein Großteil in meinem Leben eigentlich. Was ich sagen muss, was mir viel gebracht hat fürs Durchhaltevermögen, weil Schwimmen ist halt schon ein sehr anspruchsvoller Sport, was irgendwie die Trainingsmotivation angeht. Also man muss halt echt jeden Tag irgendwie 2 Stunden ins Wasser. Und das gibt einem schon so einen gewissen Biss und Durchhaltevermögen. Nach dem Abi wusste ich wie ganz viele nicht, was ich machen möchte. Also irgendwie hat mich Architektur interessiert. Ein Filmstudium habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt gehabt damals. Oder was in die Richtung Produktdesign. Da war es aber so ein bisschen, ja, keine Ahnung, man weiß nicht so richtig, ob das so ein safer Job ist irgendwie. Also danach würde ich heutzutage auch nicht mehr gehen, weil ich finde, wenn man irgendwie was möchte oder was im Kopf hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil man dann ja da auch gut drin ist und dann findet man auf jeden Fall irgendwo einen Job, ganz egal wie irgendwie die aktuelle Situation oder sowas ist. Gelandet bin ich dann auf jeden Fall erstmal auf dem Bau und habe als Stuckateur ein paar Monate gearbeitet. War auch auf jeden Fall eine coole Erfahrung, mal
so richtig auf dem Bau zu arbeiten. Ich habe sehr viele Hiwi-Arbeiten gemacht und Material angemischt, das komplette Gerüst immer alles hochgetragen und habe ganz viel Wände verspachtelt den ganzen Tag. Also ja, ist auf jeden Fall mal cool gewesen zu sehen, wie hart der Bau wirklich ist. Also meinen größten Respekt an alle, die das täglich machen. Das ist schon echt ein Knochenjob. Über eine Freundin von meiner Mama habe ich dann von dem Studium Verpackungstechnik erfahren. Und das ist so eine Mischung aus Produktdesign und Maschinenbau. Und das hat mich eigentlich gleich total interessiert. War irgendwie in Stuttgart und ja, war dann auch nicht so irgendwie schwierig, da, keine Ahnung, sich zu bewerben oder sowas. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und wenn ich gesagt habe, ich mache irgendwas, dann habe ich eigentlich auch nicht so gezweifelt oder so. Bevor das Studium dann aber 2013 im Sommer losgegangen ist, bin ich noch mit einem Kumpel auf Bustour gegangen und wir haben uns einen alten Ford Transit gekauft über Bekannte und haben den dann noch weiter umgebaut. Also da war schon ein Bett drin und wir haben aber noch so Kühlschrank reingebaut, Solaranlage und irgendwie ein Gasfeld. Also wir haben eigentlich auch schon mal komplett einen Bus ausgebaut. Ich habe den auch außen lackiert mit vorne auf der Motorhaube so einer coolen Welle. Also ja, war irgendwie ein cooler Bus und wir sind dann einmal durch Europa eigentlich gereist. Einmal an Spanien ringsrum, Portugal und Frankreich und sind überall Kitesurfen und Wellenreiten gegangen. Im Sommer 2013 hat dann das Studium begonnen und ich bin von Tübingen nach Stuttgart gezogen und dort haben wir eine WG gegründet, auch wieder mit Freunden. Also mein bester Kumpel Walle hat auch Verpackungstechnik studiert und wir haben dann auch zusammen gewohnt und ja, es war auf jeden Fall eine mega coole Zeit. Gerade so das erste und zweite Semester, wenn alles noch so neu und aufregend ist. Und im ersten Semester habe ich tatsächlich, um Geld zu verdienen, bei Hollister gearbeitet. Und ja, rückblickend war es aber auch eine coole Erfahrung, mal im Einzelhandel zu arbeiten, vor allem vor Weihnachten. Also ich glaube, stressiger geht irgendwie nicht. Und dann habe ich im Sommer 2014 glücklicherweise Marie kennengelernt. Und die hat mir so ein bisschen eigentlich auch die Augen geöffnet, dass YouTube nicht nur so eine Sportplattform ist, sondern dass man da auch wirklich eine Community haben kann. Also Marie hat das schon seit 2012 gemacht, davor auch schon mal. Und das war für mich so, wow, okay, da kann man so viele Follower haben. Und krass, du hast da so viele Follower schon. Und irgendwie war das für mich so, okay, finde ich ziemlich spannend, die ganze Geschichte. Also es war auf jeden Fall damals für Noobie Alex ein komplett neues Ding, wo ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und Marie und ich haben uns eigentlich direkt richtig gut verstanden und haben mega viel zusammen gemacht und sind dann auch direkt, ich glaube, 4 Monate später oder so zusammen in Urlaub gegangen. Kann ich auch jedem Paar irgendwie empfehlen. Direkt zu Beginn in Urlaub, dann fallen schon mal die ganzen Hemmungen und man checkt eigentlich direkt, ob man zusammenpasst oder nicht. Wir waren in Teneriffa und das war so das allererste Mal. Damals hieß der Kanal, unser Vlog-Kanal, der jetzt Manda heißt, hieß damals Snook Around und war damals Maries ein eigener Kanal sozusagen. Da waren noch nicht so viele Videos drauf, aber auf jeden Fall gab es da auch einen Vlog aus Teneriffa und da war ich das erste Mal so im Hintergrund zu sehen. Und kurze Zeit später, als wir wieder zu Hause waren, war ich dann auf ihrem Hauptkanal mal in einem Video zu sehen und ich würde sagen, wir gucken da mal kurz rein. Snookyful gebe ich mal ein oder sowas. Da ist es direkt. Wer fährt besser Auto? Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt auch vor dem Dreh. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's was Besonderes und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich zum ersten Mal meinen Freund im Video dabei habe. Hallo! Das oh, stimmt, da mussten wir so an einen bestimmten Punkt hinbremsen. Haben wir uns überlegt, dass wir möglichst schnell, nicht schnell, aber möglichst wild fahren und der andere hat eine Aufgabe, wir haben jetzt hier ein Rätselbuch geholt. Da sind verschiedene Rätsel drin, zum Beispiel haben wir uns jetzt für eins entschieden. Okay, ich krieg's fast nicht zusammen, was ich da sagen will. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Also wenn man nicht merkt, dass man gefilmt wird, ist es easy. Also wenn ich mich so einfach unterhalte mit irgendjemand. Aber sobald man Inhalt rüberbringen muss, dann verstellt man meistens so seine Stimme, also wenn man es noch nicht kann. Und dann ist es ziemlich ungewohnt und eklig. Also das ist auf jeden Fall was, was man voll lernen muss. Also ja, das war so meine erste YouTube-Erfahrung in Anführungszeichen. Hat Spaß gemacht, aber wie ihr sehen könnt, war ich da noch
super unsicher. Und in dem Jahr 2015 habe ich noch mit einem Kumpel, mit Walle zusammen, Bredda gegründet. Und zwar gibt es die Firma immer noch. Das sind Balance Boards, komplett aus Holz. Und damals war das noch überhaupt nicht groß. Also ich war in Limnos Kitesurfen und dort gab es auch einen Balance Board. Und das war so ein eckiges Brett mit einer Kunststoffrolle drunter. Und hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe die Idee nach Hause genommen, mit in die WG gebracht, habe so ein Ding nachgebaut und wir hatten alle ultra viel Spaß. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, warum sehen die alle eigentlich eckig aus? Lass uns doch mal eins in Surfbrettform bauen. Macht technisch eigentlich keinen Sinn, aber sieht halt einfach mega schön aus, wenn man sich so ins Wohnzimmer stellt. Und dann haben wir einfach im Wohnzimmer in der WG zwei so Bretter ausgesägt mit Holz, was ich geschenkt bekommen habe von einem Kumpel von meinem Papa. Und wir haben einfach zwei so Bretter mal gemacht und die hergestellt, hatten damals noch so Rollen aus Abflussrohren und haben da so Holz reingebastelt, also so richtig DIY-Lösung. Und waren aber damals die ersten halt in Surfbrettform, haben das auf eBay Kleinanzeigen gestellt, einfach so mal zum Spaß, und haben die instant verkauft gehabt und wir hatten nochmal irgendwie 20 Interessenten. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie müssen wir daraus irgendwie ein Geschäft machen. Und wir hatten damals halt wirklich null Kohle, also alles, was wir da gemacht haben, haben wir mit irgendwie Material, was wir so zur Verfügung hatten, gemacht. Und haben dann aber, ich glaube, nochmal irgendwo Material geschenkt bekommen und haben dann die ersten 10 Bretter herstellen können in der Werkstatt von meinen Eltern. Haben die damals komplett von Hand mit Stichsäge ausgesägt, dann mit der Handoberfräse alles ausgefräst und wirklich alles, also es ist immer noch viel Handarbeit, aber mittlerweile haben wir halt eine CNC dafür, die auch die Boards ausfräst und so. Aber es hat alles super klein angefangen und wir haben alles Geld, was wir immer eingenommen hatten durch die Verkäufe, direkt reinvestiert und haben uns dann direkt zum Beispiel so einen Brandstempel gekauft mit unserem Logo drauf, haben dann eine Website gemacht beziehungsweise einen Online-Shop, am Anfang auch alles selber gemacht, weil keine Kohle, dann musst du halt irgendwie selber den Online-Shop hochziehen und kannst niemanden beauftragen. Und ja, es war eine mega coole Erfahrung, auch echt viel Aufwand, weil man halt so keinen Plan hat von der Schule, wie mache ich das überhaupt? Okay, Gewerbe anmelden, dann okay, was brauche ich für Versicherungen, dann wie mache ich es mit der Steuer und alles Mögliche. Das Coole ist, da gibt es echt viele so Gründerberatungen, die dann auch kostenlos sind. Also da kann man sich überall im Internet eigentlich informieren. Das hat auf jeden Fall mega geholfen, gerade was so Rechtsberatung und sowas angegangen ist. Aber ja, es hat gestartet und es existiert immer noch. Im August 2015 bin ich dann zusammen mit Marie nach Neuseeland geflogen und das war wirklich, wow, eine der geilsten Zeiten überhaupt in meinem Leben. Also es ist der Hammer. Ich habe mein Praxissemester dort in Neuseeland gemacht, habe mich da beworben in einer Verpackungstechnikfirma, weil habe ich ja auch studiert, habe dann den Job direkt bekommen und ja, dann sind wir da hingeflogen, haben nichts erst gehabt. Wir hatten eine Wohnung über Airbnb gebucht. Und dann haben wir, ich glaube, 4 Wochen in der Wohnung gewohnt. Und dann hatten wir die Zeit halt, um uns dort ein Auto zu kaufen und eine feste Bleibe zu finden. Und das war auch so der Startschuss von unserem Manda-Kanal, also auf dem Kanal, auf dem wir heute immer noch vloggen. Marie hat damals den Kanal umbenannt von Snook Around in Manda. Und dann haben wir so gemeinsam, beziehungsweise am Anfang war es eigentlich zu 90% Marie und schüchterner Alex war so ein bisschen, hallo, hier bin ich, hinter der Kamera. Tschüss Deutschland, das ist es. Das große Abenteuer geht los. Wir sind jetzt am Flughafen und fliegen nach Neuseeland. Das heißt, wir sind der Alex und ich. Flugzeug. Ja. A380, nicht voll. Das ist ultra aufregend, wir sitzen oben. Ja, auch da einfach super schüchtern, was es angeht, vor der Kamera zu sein. Hier rede ich was. Holz, Papier, ja, alles Mögliche gibt es eigentlich. Und deshalb hat man viel Werkstoffkunde. Und dann hat man aber gleichzeitig auch so Produkte. Ja, ich glaube, da rede ich sogar über mein Studium oder mein Praxissemester. Die Zeit in Neuseeland war auf jeden Fall der absolute Hammer. Mein Praxissemester war auch ganz gut. Also ich würde nicht sagen, es war ultra krass cool, weil ich habe auch echt viel
Quatsch machen müssen. Aber ich habe zum Beispiel ein komplettes Logistiklager geplant. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auch wieder was komplett anderes, was ich im Studium eigentlich nicht so richtig hatte. Ich musste das alles in CAD zeichnen, wie viele Regale wir reinkriegen und wie viele Paletten dann und musste das alles sortieren und sowas. Es war auf jeden Fall spannend. Ich habe aber auch relativ viel Handwerkliches teilweise dort gemacht. Ich habe auch irgendwie manchmal irgendwas geschweißt. Also Schweißen habe ich dort eigentlich erst so richtig gelernt, weil man dort richtig viel an den Maschinen auch rumschweißen musste und sowas. Und die Kiwis, also die Neuseeländerinnen, die sind tatsächlich alle so, dass die halt dort, dadurch, dass sie so weit weg sind von dem Rest der Welt irgendwie, dass die alles selber machen dort. Also die haben recht wenig Technikerinnen, die dann kommen, sondern es wird alles dort vor Ort irgendwie selber gemacht. In Neuseeland waren wir auch richtig viel kiten, weil wir halt direkt am Meer gewohnt haben und ich habe das dort dann auch Marie beigebracht und wir haben das dann ganz viel auch im Vlog gezeigt und haben dann noch so ein komplettes Neuseeland-Video draus geschnitten, also so ein bisschen im Stil von meinen Videos, bisschen früher, wie man halt, sie hat die ganzen Kite-Aufnahmen, man filmt das halt einfach so ein bisschen so tief aus dem Wasser, damit der Sprung spektakulär oder so aussieht. Genau, da haben wir halt so ein Neuseeland-Video gemacht. Während der Zeit in Neuseeland wurde ich auf jeden Fall auch immer sicherer hinter der Kamera. Also irgendwann gewöhnt man sich halt dran und ist nicht mehr so, setzt keine so eine Videostimme mehr auf, würde ich sagen. Und das, würde ich sagen, hat aber schon eine Weile gedauert. Also einige Monate, bis ich mich da ein bisschen dran gewöhnt habe. Und dann sind wir wieder heimgekommen und dort haben wir dann weiter gevloggt und das Studium ging bei uns beiden ganz normal weiter. Und dadurch haben wir so einmal die Woche, glaube ich, gab es dann so einen Weekly-Vlog. Und das war dann eigentlich auch so das erste Mal, dass wir den Kanal richtig zusammen betrieben haben. Also es war dann auch das erste Mal, dass ich eigenständig einen kompletten Vlog geschnitten habe und alles hochgeladen. Davor hat das alles eigentlich Marie gemacht und ich war halt nur so ein bisschen mit dabei. 2016 haben wir dann eigentlich auch nur noch 2 Monate oder so in unseren jeweiligen WGs gelebt und haben dann glücklicherweise eine Wohnung in Stuttgart gefunden, paar 60 Quadratmeter und sind dann da eingezogen und dort hatte ich so einen mini kleinen Keller, habe da eine Mini-Werkstatt eingerichtet und habe immer wieder auch irgendwelche Sachen selber gemacht, habe diese Holzkiste gebaut und auch den Balkon so verkleidet. Also ja, das war, da habe ich einfach auch wieder handwerkliche Sachen gemacht und da hat es eigentlich so angefangen, dass ein paar ZuschauerInnen irgendwie gemeint haben, oh Alex, mach doch irgendwie einen eigenen Kanal, du baust doch so viel, das wäre doch bestimmt irgendwie interessant. Und ich habe immer erst so gedacht, ach nee, ich habe doch gar keine Zeit, so, da wurde Bretter auch immer mehr und dann war bald die Bachelorarbeit dran und ja, dann mit dem Vlog, der kam dann noch ein oder zweimal die Woche und dann habe ich immer gedacht, nee, das ist, dafür ist wirklich keine Zeit. Ja, aber Zeit ist einfach eine schlechte Ausrede und deshalb habe ich dann Ende 2017 mein erstes Video auf YouTube hochgeladen und das war diese Lampe und ich habe mir am Anfang so überlegt, okay, wie soll das Ganze aufgebaut sein, das Video, und ich wollte da immer noch so einen schlauen Fact irgendwie mit rein machen und deshalb gab es damals diesen bescheuerten Professor Dr. Easy, der immer irgendeinen Schlaumeier-Spruch gebracht hat. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf diesem Kanal. Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber auch da, also ich war halt einfach noch deutlich unsicherer. Also Übung kommt halt einfach über die Jahre tatsächlich. Das kann man sich, beziehungsweise ich kann es nicht. Es gibt bestimmt einige Menschen, die geboren sind für sowas, aber ja, man muss sich da, glaube ich, schon einfach so ein bisschen eingrooven. Genau, den habe ich dann immer so eingespielt. Also ich habe mir von Anfang an auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Experte für alles und nichts. Cooper ist ein chemisches Element mit dem Elementensymbol Cu und der Ordnungszahl 29. Als hervorragender Wärme- und Stromleiter findet es vielseitige Verwendung. Unter anderem zählt Cooper auch. Ja, keine Ahnung. Irgendwie finde ich es ja schon noch lustig, aber irgendwie halt auch ein bisschen lächerlich. Ich glaube, es gab ab und zu auch mal so Kommentare, was ist denn das Komisches und sowas. Also ja, deshalb habe ich das dann irgendwann aufgehört, weil ich es einfach nicht so gefühlt habe. So ist der Kanal auf jeden Fall gestartet und dadurch, dass es Manda gab und Marie hat so eine riesen Reichweite hat, hatte ich recht schnell, ich glaube innerhalb von einem Tag irgendwie 10.000 Abonnentinnen und ja, dann ging es eigentlich direkt los, was natürlich mega der geile Startschuss ist, wenn man direkt schon Leute auf seinem Kanal hat und nicht irgendwie von
null anfangen muss. Da bin ich Marie auch immer noch mega dankbar dafür, dass sie mich überhaupt so zum YouTube gebracht hat und dass ich dadurch so die Möglichkeit hatte, damit zu starten, weil das schon irgendwie so rückblickend auch genau das ist, was irgendwie meine Leidenschaften irgendwie so verbindet. Also zum einen das Heimwerken und zum anderen halt auch so das Filmen, was mir eh schon immer Spaß gemacht hat. Ja. Vielen Dank, Schatz. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich immer wöchentlich ein Video hochgeladen. Wie gesagt, am Anfang noch mit Professor Dr. Easy, dann irgendwann zum Glück ohne. Und am Anfang waren es halt einfach kleinere DIYs, weil wir wenig Platz hatten in der Wohnung. Wir sind dann aber recht schnell umgezogen in eine bisschen größere Wohnung und haben dann 2017 aber dann auch noch ein Klamottenlabel gestartet, also den Mandaladen, kennen vielleicht einige. Ja, irgendwie darf es uns nie langweilig werden, keine Ahnung. Ich habe damals immer noch nicht meine Bachelorarbeit fertig geschrieben gehabt. Also wir hatten dann irgendwie den Vlog-Kanal, da haben wir zwischenzeitlich jeden Tag ein Video hochgeladen. Wir haben das fast ein Jahr lang irgendwie gemacht. Es hat angefangen durch Manda Adventskalender, da haben wir jeden Tag nämlich zum Adventskalender gevloggt und danach haben wir das fast ein Jahr durchgezogen. Dann haben wir beide studiert. Marie hat irgendwie zweimal oder einmal die Woche auf jeden Fall ein Video hochgeladen. Dann habe ich irgendwie noch angefangen, Videos hochzuladen. Und wir haben beide an unserer Bachelorarbeit geschrieben. Dann gab es natürlich noch Bretter und die Klamotten. Also crazy, keine Ahnung, wie das funktionieren konnte. Ja, und seit 2018 eigentlich ist eigentlich so, was den Content angeht, nicht mehr groß was dazugekommen. Also ich lade immer Videos hoch, Marie und die Vlogs kommen und der Mandaladen und sowas. Alles ist halt eigentlich nur gewachsen und deshalb gibt es viele andere Aufgabenbereiche. Wir haben uns dann 2019 ein Haus gekauft und das war natürlich auch nochmal so einen Booster irgendwie für meinen Kanal, weil wir dann plötzlich so viele Möglichkeiten hatten und gerade mit diesen Room Makeovers und Umbauten, die machen mir auch mega viel Spaß und kommen auch total gut an und dadurch ist der Kanal auch richtig, richtig schnell gewachsen, weil das halt, glaube ich, auch richtig viele interessiert, wenn man so sieht, wie sah es vorher aus, wie sieht es danach aus. Und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, es macht mir riesig Spaß irgendwie mit euch hier einmal die Woche, wenn es gut läuft. Letzte Woche kam ja leider kein Video, weil es zeitlich einfach nicht geklappt hat. Aber sonst kommt ja eigentlich jede Woche hier ein DIY. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Also es bedeutet mir sehr viel. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein weiteres Jahr oder mehrere Jahre voller DIY-Ideen. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar, wie ihr das Video gefunden habt. Vielleicht habt ihr noch weitere Fragen irgendwie an mich, auf die ich irgendwie eingehen kann. Ja, ansonsten macht's gut, schönes Wochenende euch und ciao, ciao. Was mir gerade noch einfällt, abschließend zu sagen, das aller Wichtigste bei allen Sachen, egal Studium, Selbstständigkeit, im Sport oder jetzt bei YouTube oder bei irgendwelchen Sachen, ist dranbleiben. Ich hätte auch irgendwie mit dem YouTube-Kanal schon 2018 aufhören können, weil ich da richtig langsam gewachsen bin, weil ich gedacht habe, oh Gott, das bringt doch eh nichts. Es sind eh nur irgendwie ZuschauerInnen, die vom Manda-Kanal rübergekommen sind. Ja, aber sonst wird halt nichts draus. Und so ist es halt bei allem. Also nochmal so kleine Motivation an euch, durchhalten, egal bei was.